Okay, ich mache mal ein ganz neues Videoformat. Und zwar nehme ich auf, während ich laufe. Ich hoffe, das geht soundtechnisch und meine Schritte sind nicht lauter als meine Stimme. Ich wollte noch was kurz zu einem Thema sagen, was ich auch in einem anderen Vlog schon mal kurz angerissen habe, von dem ich aber auch denke, dass vielleicht ein eigenes Video ganz nützlich ist. Und zwar so ein paar Tipps bei Derealisation. Es gibt so ein paar Sachen, die mir spontan helfen, wenn oder die einen positiven Einfluss auf die ganze Situation haben können. Und zwar habe ich gemerkt, ist das vor allem bei mir sehr witterungsabhängig. Ich habe gemerkt, dass wenn es draußen windig ist, mir das verdammt hilft, bei der Derealisation so ein bisschen in die reale Welt zurückzukommen. Und dass bei Sonnenschein und Hitze es eigentlich eher schlechter wird. Der Weg aus der Derealisation raus ist kein gleichmäßiger nach oben. Also es gibt immer wieder Rückschläge. Und ich habe das Gefühl, je öfters ich natürlich in den positiven Momenten bin und mir die irgendwie mit solchen Methoden vorrufen kann, desto mehr mache ich wieder Fortschritt nach oben. Und so ein paar Methoden sind, wie gesagt, zum Beispiel Wind. Wind hilft mir. Klingt sehr seltsam. Wind hilft mir. Regen hilft auch manchmal so ein bisschen. Wie gesagt, Sonnenschein und Hitze ist nicht immer so gut. In der Dämmerung habe ich arge Probleme, aber nachts geht's wieder. Also versucht vielleicht mal, wenn ihr nachts noch eine kleine Runde dreht, ob das für euch irgendwie eine Auswirkung hat. Sport hilft mir auch sehr dabei. Manchmal hilft es mir auch, eine Unterhaltung mit anderen Menschen zu führen, die anfänglich, das ist aber schlammig, die anfänglich manchmal schwer sein kann, aber dann doch ganz schön ablenken kann und man gar nicht mehr an die Derealisation denkt. Das gilt auch für andere Dinge, die mal eure Hobbys waren, bevor ihr die vielleicht aufgegeben habt wegen der Derealisation. Zum Beispiel, wenn ich vorm Rechner sitze und in die Arbeit vertieft bin oder ins Zocken zum Beispiel, dann bin ich manchmal so da drin versunken, dass ich vergesse, dass ich die Derealisation manchmal habe. Und die einfach in dem Moment keine Rolle spielt. Man kommt dann so wieder, irgendwann fällt es einem wieder ein. Und man merkt, ach Mensch, ich war ja die ganze Zeit komplett in der echten Welt. Und solche Situationen werden dann immer mehr. Ich muss mal stehen bleiben hier. Und andere Situationen, oh nee, mit dem Arm geht's nicht. Solche Situationen werden dann oftmals mehr und halten länger an. Und die Situationen, in denen man in die Derealisation, D-Punkt zurückdriftet, werden immer kürzer. Das ist meine Erfahrung. Also versucht mal solche Sachen zu finden, die euch dabei helfen. Bei manchen Leuten, es gibt auch Zustände, wie so andere dissoziative Zustände, die manchmal allerdings ein bisschen dramatischer sind als die. Was ist das für ein Tier? Sieht man das da? Ist das ein Fasan? Keine Ahnung, ich glaube ein Fasan. Ich bin in seinem Revier. Versucht die, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, da gibt es so andere Methoden. Also manche haben dann so, was weiß ich, so Gummibänder, so Haargummis oder sowas an Handgelenk und schnipsen sich dann damit und geben sich so mit so einem kleinen Impuls, so einem kleinen Input von außen. Das funktioniert bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Also es ist echt gut, wenn da jeder so seine Methoden findet. Also versucht mal, was euch da hilft. Also ich habe euch jetzt ein paar genannt, die bei mir funktionieren und ein paar Sachen, die es bei mir nicht gut machen. Was bei mir auch nicht gut ist, ist zum Beispiel mich an Orten aufzuhalten, wo die Derealisation mich psychisch am Anfang sehr fertig gemacht hat. Ich merke, dass sie dann immer sehr stark zurückkommt. Also ich versuche immer dann neue Eindrücke zu kriegen und an neue Orte zu gehen und eher Input von außen, neuen Input von außen zu haben und nichts Altbackenes irgendwie. Also so nicht Stillstand, nicht im Stillstand festzuhängen. Manchen Leuten helfen wohl, wenn es sehr hell ist und sehr warm draußen, Sonnenbrillen, weil dann wohl die Einflüsse vom Licht nicht ganz so intensiv sind. Das macht bei mir keinen großen Unterschied so wirklich. Was sonst noch? Ja, das waren erstmal so die wichtigsten, die mir eingefallen sind. Versucht's mal. Gebt mir gerne,
gebt mir gerne Feedback. Oder falls ihr andere Erfahrungen gemacht habt und noch ein paar andere Tipps habt, nehme ich die natürlich gerne an. Weil jeder Moment, in dem man da so ein bisschen rauskommt aus der Derealisation, ist ein guter Moment und wieder ein kleiner Schritt nach vorne. Und gebt nicht auf, wenn es auch mal einen Schritt zurückgeht. Die Besserung bei Derealisation ist nicht straight nach oben, sondern man hat da immer so ein paar Einbrüche. Aber es ist ähnlich wie beim Tinnitus. Die Gesamtsituation angucken und gucken, wie der Gesamtfortschritt ist. Ihr wart am Anfang hier und seid jetzt wahrscheinlich hier irgendwo und bloß weil ihr hier in einem Tief seid gerade, ist das Tief noch lange nicht so tief wie der Anfang, an dem ihr wart. Haltet euch immer diese Gesamtsituation vor Augen. Meine Tipps soweit. Und der übliche Schwenk nochmal durch die Natur. Ja, herrlich. Okay. Bis zum nächsten Video.